Leute, was geht? Ich bin Zero Becky. Ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und ich habe wieder was richtig Krankes gefunden. Was richtig Krankes, Leute, jetzt haltet euch fest. Mir wurde das erst vor kurzem bei Instagram irgendwie vorgeschlagen und ich habe mich danach einfach nur gefragt, was ist das? Ich war verstört. Ich war einfach nur verstört. Auf jeden Fall habe ich jemanden gesehen, der sich einfach so ein großes Stück Eis, wo irgendeine Flüssigkeit drin ist, so in den Mund geschoben hat und es einfach vor der Kamera gegessen hat. Und ich dachte mir, was ist das? Bis ich dann irgendwann mal herausgefunden habe, dass es angeblich mega befriedigend sein soll, sich sowas anzuschauen. Also ja, Becky ist ja so durch und dachte sich, yo, ziehen wir uns das einfach mal rein und keine Ahnung, es soll ja angeblich mega befriedigend sein, Leute beim Eisessen zuzuschauen. Also tun wir es einfach mal und nein, es ist nicht stinknormales Eis, aber das seht ihr gleich selbst. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das mal gemeinsam an. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr das mega befriedigend oder auch total gestört und komisch und keine Ahnung? Schreibt das mir. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt damit. Und Becky hatte richtig Bock auf Eis essen. Und wusch. Wow. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ich spüre schon meine Zähne abbrechen, allein nur beim Hören und Zusehen. Alter, wie kann man das so essen? Die isst sogar die Blume mit. Digga, was ist los? Oh mein Gott, die isst das ganze Ding. Ach du Scheiße. Okay, das mit diesem Saft drin. Hat sie das ganze Ding in ihr Mund reinbekommen? Alter! Das wäre mir viel zu kalt. Ich schaffe noch nicht mal Eiscreme normal zu essen, ohne dass es in meinem Kopf schon wehtut und es mir viel zu kalt ist. Aber wie kriegen die das hin? Die essen das so, als wären das Chips. Oh mein Gott! Zähne. Oh, das tut doch bestimmt weh. Alter! Okay, sie packt das nicht ganz in den Mund. Okay. Aber was ist jetzt daran so befriedigend? Leute beim Crunchen dazu zu hören und beim Schlürfen? Ich finde das eher ein bisschen... Weiß ich nicht. Ein bisschen eklig, aber es ist schon lustig. Aber findet das jemand von euch befriedigend bislang? Oh mein Gott, jetzt bleibt es hängen. Oh mein Gott, wenn es so kalt ist und das schon an deinem Mund und Zunge hängen bleibt. Bah! Okay. Okay, das sind mal normale Eiswürfel jetzt, aber die killt die einfach. Die verziehen auch keine Miene oder so. Alter, mir wäre das viel zu kalt. Okay, das sieht lecker aus. Das sieht echt lecker aus. Aber die äxt die auch so weg. Die sehen cool aus. Oh mein Gott, solche Lippen. Wie geil ist das? Ja. Wie machen die das überhaupt? Ich hasse diese Konsistenz. Ich kann es nicht hören. Das ist so ekelhaft. Ih, diese Konsistenz von Eis hasse ich. Was war das? Was war das? Ich meine, wenn man das isst, aber warum haut man sich das auf den Kopf? Was ist los? Ich glaube, das kommt davon, wenn du zu viel Eis davon isst. Dann machst du irgendwann mal das. Irgendwie macht mir dieses Gesicht auf dem Teller Angst. Es ist verstörend. Ih, ist das gruselig. Okay, da ist jemand, glaube ich, echt Fisch. Obsessed. Da mag jemand so richtig gerne Fisch. Ii, oh nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Ii. Bah, dieses Geräusch. Okay, schon wieder Fischies. Ich weiß nicht, wie die das so einfach essen können. Oh, Alter. Das ist so, als würde ich einfach in so eine Eisscholle beißen.
So draußen, wenn was gefroren ist, einfach so reinbeißen. Oh mein Gott. Mir ist das immer noch ein Rätsel, wie die das ganze Ding in den Mund bekommt. Die sind ja noch größer. Wie kriegt man das hin? Alter. Das macht mir schon Angst, nur beim Zusehen. Ja, also, ihre Frisur ist extrem interessant. Das ist auch eine tolle Art, einen Dutt zu machen. Egal. Wow, die zieht sich auch wieder so eine Eisplatte rein. Hammer Idee. Oh nee. Aber ist gechillt weiter. Ach du Scheiße. Dieses Crunchen. Ich weiß nicht, was ich da... Okay, die hat auch zu viel davon gegessen, Leute. Definitiv. Was war das? Ich glaube, jeder Zahnarzt, der das sieht, kriegt Angstzustände, wenn er das sieht. Also, ich glaube, sie ist so der absolute Pro da drin. Sie macht das so oft. Oh Gott. Ich war so geschockt. Die Familie kommt rein, die denkt sich auch nur so normal. Normal. Oh, Eisschaschlik, Leute. Das Essen ist fertig. Lecker! Die macht das, glaube ich, echt gerne. Ich will gar nicht wissen, wie viel Eis sie isst. Oh, ich weiß nicht, wie mag ich das Geräusch nicht so. Oh, shit! Oh, Alter, das tut doch weh, Mann! Oh mein Gott, meine Zähne! Die tun schon weh allein beim Zusehen! Alter! Ach du Scheiße, ist das eine Sauerei! Oh mein Gott, was ist das? Irgendwie bin ich jetzt verstört, Mann! Ich meine, da war das eine Video, was ich bei Instagram kurz gesehen habe, harmlos! Aber das! Ich wusste nicht, dass man so übertreiben kann. Alter, das muss richtig doch wehtun an den Zähnen und sowieso dein Kopf, Mann. Das friert doch alles ein. Wie schaffen die das? Kriegt man das durch Training irgendwie hin oder so? Also ich stelle mir das echt hart vor, ich weiß nicht. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr das bescheuert oder voll cool und befriedigend vor allem? Schreibt mir das mal gerne. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das super befriedigend fandet, so wie ich. Jedenfalls, ja, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ich habe euch so, so doll lieb und ja, bye!